Ja, das ist eigentlich eine längere Geschichte. Karl Jodermatt, damals 1968 beim FC Basel gsi, ich bei Luzern. Meine erste Spiel gehabt, und dort hatte ich eigentlich die erste Begegnung mit dem Karl Jodermatt. Und wir haben damals den Match verloren. Und FC Basel ist Meister geworden. Wir haben eine lange Zeit zusammen gehabt. Nicht nur in den Club. Ich hatte ihn später auch noch bei IB gehabt, als Spieler mit mir zusammen, dann in der Nationalmannschaft auch. Und der Carli ist vom Typ her natürlich ein super Typ, einer, den man gerne haben muss. Er ist auch eine Legende in Basel. Er ist, wie soll ich sagen, ein Unterhalter. Er ist eigentlich, verkörpert eigentlich alles, was von so einem Fußballer verlangt werden kann. Und er war auch in dieser Beziehung ein riesiger Typ gewesen, auf und neben dem Platz. Die Begegnung hat eigentlich erst spät stattgefunden. Er ist früher in der Lädalistrasse aufgewachsen, ist eigentlich ein Obwaldner, ist aber dort in der Lädalistrasse unten 100 Meter von mir weg. Hat auch dort seine ersten Versuche gemacht mit dem Fußball. Er ist zwar 6 Jahre älter als ich, habe ihn eigentlich dort nie kennengelernt, weil eben, wie gesagt, er ist dort auch in die Schule, ist dann im St. Carli in die Schule und ist dann später weggegangen. Und so haben sich eigentlich unsere Wege erst im 68 getroffen. Und wie gesagt, auch er hat hier auf dem Schulhausplatz bolzt und geshootet mit anderen zusammen. Wir haben dort auch einen Abwart gehabt, wo eigentlich immer das Fußballspielen verboten hat. Und durch das haben wir natürlich die kleineren Bälle genommen. Die grossen Bälle sind verboten gewesen, haben wir die kleineren Tennisbälle genommen. Und das sind eigentlich unsere Anfänge gewesen, auch bei ihm schon und später bei mir, dass wir eigentlich dann auch beidfüßig können Fußball spielen und natürlich von der Technik her optimal ausgebildet worden sind. Auch der sogenannte Flachpass, den wir dann später hatten, den haben wir ja müssen so üben, weil wir auf die Bänke geshootet haben und den Ball eigentlich unten rein haben müssen. So haben wir dort auch den englischen Flachpass gelernt. Und wie gesagt, ist bis heute geblieben. Und der Carli freut mich speziell, dass er jetzt hier auch am Match ist in Luzern und ich mich mit ihm kann unterhalten, 2,5 Stunden.